Ich habe die Ehre, Freude, ich würde schon fast sagen, meinen Freund Gregor Meile hier zu haben. Wir haben uns einmal getroffen vor hier. Das war bei einer Fernsehsendung Teddy's Show. Und wir waren da die Hausband. Er war da der Künstler als Gast. Hat eine unheimlich schöne Nummer mitgebracht. Und ja, also ich habe mich in seine Musik und in ihn als Typen verliebt. Er ist ein total netter und cooler Typ. Erinnerst du dich noch an Teddy's Show? War wahnsinnig verrückt. Also schade, dass es das Format wird es aber hoffentlich irgendwann mal wieder geben. Also ich weiß nichts, schade, ja. Es war ein Knaller und ist einfach immer Wahnsinn, wenn du mit einer Liveband in einer Fernsehshow spielen darfst und vor allem mit so einer Band. Also da würde ich jetzt mal schon sagen, da gibt es nicht allzu viele. Ja. Also es war wirklich echt ein schönes Ding und leider nur ein Song. Ich hätte gerne mehr mit euch gespielt. Genau, machen wir nächstes Mal. Machen wir jetzt. Jetzt auch, genau. Jetzt spielen wir auch zusammen. Nur falls ihr euch wundert, wenn hier manchmal so Musik an- und ausgeht, wir sitzen im Garten und im Wohnzimmer probt gerade Jasmina. Genau. Dekorationshund. Und natürlich immer, wenn einer raus und rein geht, dann wird es ganz laut hier. Vielleicht können wir die Tür da zum Garten noch zumachen, weil die lieben Nachbarn, die echt total nette, liebe, natürlich, unfassbar lieb. Super und tolerant. Ja, nee, die ertragen schon was hier mit unserem Lärm und das ist echt super nett. Also vielen Dank, liebe Nachbarn, falls ihr uns seht und hört. Also wundert ihr euch auch nicht, wenn die Musik da mal im Hintergrund angeht oder wenn Leute hier schreiend durch den Garten rennen, das ist alles normal. Nackt. Die kommen gerade aus der Sauna wahrscheinlich. Ja, du bist jetzt auch schon lange hier. Jetzt ist 6:30, du seit 2 Uhr bist du hier. Alles cool, bist noch frisch? Also wir haben natürlich verschiedene Aufgussvarianten benutzt heute, aber ich fand es Wahnsinn, was du in deinem Wohnzimmer machst. Ne? Es ist ja euer Wohnzimmer, das ist ein Wohnzimmerkonzert, das ist einzigartig. Ja, aber was wir machen, ist unser Ding, wir machen Musik, deswegen machen wir das doch alles. Ja, aber es ist ja Wahnsinn, das ist ja wahnsinnig aufwendig und nochmal riesen Respekt an dich, dass du das machst. Ja, das ist aufwendig. Ja, das ist lieb, aber du kannst dir ja nicht vorstellen, wie geil das ist, wenn man solche Leute wie dich im Wohnzimmer hat. Hör mal, du bist in der Reihe mit Paul Carrack und Cal David und den ganzen Jungs, bist du wirklich, da kannst du ganz schön aufrecht dazwischen stehen. Jetzt sprechen wir über was zu essen oder so. Nein, jetzt sprechen wir mal über dich, weil das interessiert die Leute. Wir haben Fragen hier vorbereitet. Ich habe Fragen auf ihr vorbereitet. Von der Redaktion. Ich habe mich durchs Internet gegoogelt und die wichtigsten Fragen. Nee, wann, wo war dein erster Auftritt? Also. Das erinnert mich immer an Spinal Tap, solche Fragen. Ja, Spinal Tap übrigens ein Pflichtfilm, wo ich ganz viele Dinge davon auch schon in echt erlebt habe. Ich sage nur Eleven. Eleven, ja. Soll man über den Film sprechen? Da gibt es eine tolle Szene in dem Bergkristall, wo er in einem Kristall drin steckt. Also es geht um eine Heavy-Metal-Band in den 80ern, müsst ihr gucken, Spinal Tap. Und da ist der Bassist, glaube ich, bleibt in so einem Käfig hängen und kommt da nicht raus. Und kurz bevor das Lied zu Ende ist, kommt er so mit dem Gitarrenhals raus und dann geht der aber wieder zu. Das habe ich alles schon in echt erlebt. Aber es ist sehr schön. Okay, jetzt wir waren bei der Frage. Jetzt will ich aber auch noch meine Spinal Tap-Geschichte erzählen, weil du hast angefangen. Ich habe angefangen. Wir waren in England auf Tournee mit der Band Bonfire und die Crew hat gesagt irgendwas und hat gemerkt, dass wir Spinal Tap nicht kannten. Damit waren wir völlig unten durch. Ja. Und dann haben die uns den Film besorgt und es war wirklich unfassbar. Wir haben auf der Tour ungefähr 80% dessen, was im Film vorkommt, live erlebt. Wahnsinn. Von 20 Minuten hinter der Bühne rumrennen und die Bühne nicht finden über Frauen, die das Management übernehmen. Und ja, Wahnsinn. Unfassbar. Ach, also großartig. Jeder Musiker Spinal Tap, das absolute Muss. Ansonsten ist man kein Musiker. Ja. Okay. Also, wann und wo war dein erster Auftritt? Also, ich hatte das Glück, dass, wo ich mich daran erinnern kann, meinen ersten Auftritt in Montreux, aber nicht auf dem Jazzfestival, sondern es gibt dort ein altes Hotel, was früher eine Begegnungsstätte war. Das heißt, Familien aus der ganzen Welt konnten sich, nach dem Krieg wurde das eingerichtet, konnten sich in friedlicher Art und Weise treffen, kochen, Zeit miteinander verbringen. Und wir haben eigentlich, bis ich 15 war, jeden Sommer, jeden Winter dort verbracht, was wahnsinnig war, weil das ist ein Hotel mit 300 Zimmern und alle Räume waren auf. Da war ein Konzertsaal mit 1000 Sitzplätzen, überall stand ein Klavier rum, wir konnten überall Musik machen. Und da kann ich mich erinnern, dass ich mit 4 oder 5 Jahren als Maus verkleidet. If you want it, you can do it, clap your hands. Und das war dein erster Auftritt? Das war, glaube ich, wo ich mich dran erinnern kann. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich frage dich jetzt und warst du gut, aber bei 4 oder 5, dann warst du einfach gut.
Ist gut, glaube ich, wenn man auch im Alter das noch nicht sagt, dass man gut war oder so. Oh doch. Ah, ich glaube, das ist immer eine Motivation und so. Man kann immer besser werden, aber man kann sich doch mal zurücklehnen und sagen, das war heute gut. Ich glaube, so übers Jahr hingesehen, wenn man am Jahresende eine nette Flasche Rotwein aufmacht und sagt, boah, das war ein gutes Jahr. Ich glaube, das ist es eigentlich. Aber gut, und dann, wenn man sich mal Zeit nehmen kann für sich, wenn man den Luxus hat, man sagt, ich mache jetzt mal einen Monat gar nichts. Was ich im Januar dieses Jahr gemacht habe, das erste Mal in meinem Leben, also in meiner Berufswelt quasi, einen Monat nichts gemacht, das war Wahnsinn. Das war echt schön. So, jetzt sind wir da gelandet. Ich habe im Internet wirklich gegoogelt und gelesen, dass du ja eigentlich gar nicht unbedingt vorhattest, Berufsmusiker zu werden. Du bist nach Südafrika gegangen und was hast du da gemacht? Also ich habe 2006 für die südafrikanische Regierung in Deutschland gearbeitet. Die haben quasi ihr Land vorgestellt während der WM in Deutschland, was der Wahnsinn war. Das heißt, immer wenn die Spiele liefen, haben wir irgendwelche Events gemacht mit 60 oder 70 Artists, also mit tollen Bands. Und in welcher Funktion warst du da? Du warst so, mal Toningenieur. Ja, ich war so ein bisschen Mädchen für alles, weil die hatten ihre Tonleute dabei. Und zum Schluss war es so, dass 8 Leute von den Südafrikanern um den Tisch saßen und ich war am Rennen. Und die Jungs haben Kaffee getrunken und dann haben die mich gefragt, weil ich so schön am Rennen war, ob ich nicht für die WM 2010 nach Südafrika kommen möchte, um dort mit denen halt, weil die komplette Betreuung gemacht haben für die in Johannesburg und in Kapstadt. Und dann haben wir... Macht ihr die Tür bitte zu? Phoebe? Der Hund rennt raus. Ne? Die rennt nicht weg. Phoebe, komm mal her. Alles cool. Dankeschön. Komm noch mal zu uns. Komm mal her, zeig dich mal. Schönster Hund der Welt. Klappe. Ja, siehst du, das hast du jetzt davon. Komm her. Super. Weil alle immer fragen, ein American, guck mal den schönen Hund an. American Canadian White Shepherd, also Schäferhund. Perfekt. So einen Hund hätte ich auch gern, aber mein Garten ist... Ja, bei deinem Job... Da musst du eigentlich einen Hundesitter fest einstellen. Richtig, das ist halt schade. Das kann man so einem Tier nicht antun. Wenn man 200 Tage im Jahr unterwegs ist, dann ist es so. Wo wohnst du überhaupt? Ich wohne seit 2,5 Jahren in Bochum. Mhm. Bochum-Langendreher, sehr schön. Der Ruhrpott wird extrem unterschätzt, finde ich. Als, aber der Nabel der Entertain-Welt ist es jetzt nicht gerade. Nee, aber ist auch ganz gut so. Weil ich... bin, wie gesagt, 200 Tage im Jahr etwa unterwegs, ungefähr 100... 200? Echt? Ja, ja. Wahnsinn. Ungefähr 130 Konzerte waren es letztes Jahr ungefähr. Und dann ein bisschen Studio, ein bisschen durch die Gegend fahren. Ich mache ja viel so Kochereiaktionen. Da waren wir jetzt mit 2 Kumpels von mir, die beide Sterneköche waren. Sind wir jetzt 4-5 Tage auf Sardinien und haben da nochmal gekocht, 10 Gerichte am Tag, wo ich mir auch dann am letzten Tag ein bisschen Mitleid muss sein, schön die Fingerkuppe abgedengelt haben. Aber jetzt ein Pflaster rum und geht. Gitarre spielen geht. Keine Aber Ahnung. Das ist normal. Ich habe mal während des Studiums als Kellner gearbeitet und habe mir auch... Harter Job. Hier, da. Komplett so mit so einem Brotmesser. Ah, scheiße. Ja, was heißt scheiße? Es ist halt, aber es gehört einfach dazu. Ja, ist doch gut. Nur bei dir als Gitarrist ist es dann schon eine andere Sache. Das ist, wenn man es genau nimmt, das ist der Finger, der am wenigsten... schlimm ist. Der Wurstfinger, der ist Wurst. Das Wurst, du hast die 9 sind schon, aber ich habe es glücklich erwischt. Bei meinem letzten Gericht nach 5 Tage noch ein bisschen Minze schnell schneiden, aber alles cool. Ja, aber wenn du kochen kannst, warum machst du dann Musik? Weil ich nie als hauptberuflicher Koch arbeiten könnte, weil man da eine wahnsinnige Logistik braucht. Ich glaube, die Arbeitszeiten sind auch noch schlechter als Musiker. Schlimm. Also du wirst auch nicht alt als Koch, vor allem nicht als Sternekoch. Da musst du 15 Stunden am Tag Vollgas geben. Und das ist eine absolute Leidenschaft, aber du hast 45 Grad in der Küche, guckst nur auf die Fliesen und auf dein, wenn du Glück hast, mal auf ein Stück Fleisch, aber ansonsten bist du nur am Start und schwitzt wie ein Wahnsinniger. Und du musst die Logistik, das ist eigentlich, du hast hier einen Raum so groß wie hier und dann musst du einfach 10 Gerichte machen. Mhm. Und ich würde mich einfach unterwegs, scheiße, wo habe ich das hin? Und der Lärm und die Hitze und der Stress und der Ton, der herrscht. Der Ton, der herrscht, der ist eigentlich ganz cool, weil der ist sehr, das ist zwar alles imperativ, da gibt es kein Nein, kein Danke, aber das muss so sein, es geht gar nicht anders. Mhm. Und ich habe noch nie einen doofen oder unmenschlichen Koch kennengelernt. Das sind alles coole Leute im Prinzip. Also selbst ein Tim Melzer, wo wir 2-3 Mal in seinem Restaurant gespielt haben, in der Bullerei in Hamburg,
Ja, das ist auch ein Typ. Hunde, die bellen, beißen nicht, würde ich jetzt mal so. Der ist jemand, der eine richtig große Fresse hat, aber ein ganz großes Herz und viel Charity-Sachen macht. Und, ich glaube, wenn der kein netter Typ wäre, dann würde es auch mit großer Fresse auch im Fernsehen nicht schaffen. Ich glaube, das merken die Leute schon. Ja, in Deutschland sind wir da relativ schnell kritisch und die Frechheit siegt ja auch in ganz vielen Dingen, aber er hat einfach ein großes und gutes Herz vor allen Dingen. Mhm. Wie es in Köln heißt, die Hauptsache ist, et Herz ist gut. Ja, dein Durchbruch, es war ja so, dass dein Bruder dich bei Stefan Raab angemeldet hat. Kannst du den Namen von der Sendung sagen? Den habe ich mir nie mit Absicht gemerkt, weil selbst der Stefan hatte Schwierigkeiten damit. Also irgendwann konnte er den, hatte ich das Gefühl. Oder er hat uns immer verarscht. Aber DS, da, selbst RTL. Er hat den tagelang geübt. Aber es war ein schönes Motto, weil am Ende des Tages ging es darum, dass es die erste Casting-Sendung war, wo man singen durfte, was man wollte. Das heißt, es ging um eigene Songs. Wollte gerade sagen, du konntest ja eigene Songs singen. Genau. Und das war, wie gesagt, die erste Casting-Sendung anscheinend weltweit, wo es um eigene Lieder ging. Und ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe eigentlich genau aus dem Grund da mitgemacht. Ich hätte sonst bei einem normalen Format nie mitgemacht. Weil ja, Stefan ist in der Beziehung wirklich cool. Das muss ich jetzt erstmal vor allen Leuten sagen und eine Lanze brechen. Stefan ist echt ein Musiker mit Herz und Eiern. Und der tankt dies durch, dass immer eine Liveband da in der Sendung ist, eine der besten Fernsehbands in Deutschland, und er gibt da wahnsinnig Gas und achtet auch darauf und macht sowas immer so seriös, dass man auch gute Leute dazu kriegt. Ich meine, The Voice of Germany hat ja jetzt auch gute Sänger und gute Künstler da gehabt, aber vorher war es ja eher der Schwerpunkt auf der Fernsehshow und jetzt nicht auf dem Künstler. Sag mal so, solche Formate leben ja eigentlich davon, dass man einen Finger auf jemand anders zeigen kann und vom Sofa aus erstmal in seiner eigenen Welt ist, und da ist man nicht antastbar. Und dann kann man erstmal sagen, hey, der singt ja noch beschissener wie ich oder so. Aber man hat dem Stefan seine Leidenschaft, Musik zu machen. Ich glaube, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, dass er am liebsten erfolgreicher Musiker geworden, was er ja eigentlich auch ist, aber so halt durch die Gegend fahren, Tourneen und so. Ich glaube, der Punkt ist erfolgreich, und er ist halt mit dem, was er macht, ist er absolut erfolgreich, und da steht er drauf und das macht er gerne. Also wenn ich an die Eröffnung des ESC damals denke, was er da mit der Anke und den Heavytones für eine Show abgeledert hat, ich habe ihm dann eine SMS geschrieben, während er da noch gespielt hat, weil ich habe mich so toll vertreten gefühlt als deutscher Musiker, dass sie da so ein Ding da abgeledert haben, und also kann man nur einen Hut ziehen. Also er kann auch 1000 Instrumente, der ist einfach... Ja, wenn er eine Krux hat, dass er jetzt dann vielleicht eben auf keinem Instrument ein richtiger Weltmeister ist, nach seinen Maßstäben. Also viele würden sagen, dass er ein guter Gitarrist ist oder auch ein ganz guter Schlagzeuger. Aber also ich glaube, Ukulele kann er. Ist er doch irrsinnig, was ja auch für eine Stimmung... Ich würde auch Akkordeon halt mal sehen. Und er ist ja auch ein toller Komponist. Ich habe damals dieses Birdie Vogts für ihn gemastert und so. Also er hat tolle Ideen. Also Wahnsinn. Stefan Raab ist wirklich ein Held, finde ich. Und das war ja für dich also das Sprungbrett, sag mal, zu deiner Musikerkarriere. Was wärst du denn sonst geworden? Also ich wäre Tontechniker geblieben und hätte es auch sehr, sehr gerne gemacht. Wahrscheinlich wäre ich in Südafrika geblieben. Also sie wollten mich quasi fast 4 Jahre lang da für die WM 2010 in der Vorbereitung auch haben. Und wahrscheinlich, ich weiß es nicht, also ich wäre wahrscheinlich da geblieben, vielleicht wieder zurück. Aber es ist immer noch meine ganz, ganz große Leidenschaft. Also Kurzfassung, cooles Land. Es ist ein wunderschön, eines der schönsten Länder, die ich je bereist habe. Verbrechen? Schlimm. Das ist auch der Grund, warum viele Leute auch abwandern, und also fast 80% der Leute, die dort leben, sind irgendwann mal überfallen worden. In dem Regierbar? Ja, aber sagen wir mal, man hat den Spieß damals rumgedreht. Das heißt, man hat jetzt eine Pflichtgeschichte eingeführt. Das heißt, 60% der Festangestellten müssen schwarz sein. Also Frauenquote. Frauen, der müssen schwarz sein. Es ist alles cool. Aber die Sache ist die, dass die gar nicht so viele Ausbilder haben. Ich war quasi und habe den Leuten Schulungen gegeben, wie sie Kabel verlegen, wie sie auf der Bühne arbeiten und sonst irgendwas. Also warst du dann doch der weiße Massa? Nö, also was du merkst es beim Tanken, wenn du da hinfährst, und da gibt es überall die Jungs, die dir quasi das Auto tanken.
Und dann steigst du aus und sagst so, alles cool. Und dann guckst du denen in den Augen. Und die durften halt weißen Menschen nicht in den Augen gucken in den 90er Jahren. Mhm. Und das ist ganz, ganz schlimm. Da gab es halt da eine Toilette für Schwarze und hier für Weiße. Das ist für uns unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Aber du warst da und hast du so diese Reste noch gespürt, oder was? Die Reste, die spürst du immer noch. Was natürlich durch die Kriminalität extrem ist, dass du, ich war froh, dass ich quasi alleine da war, also nur mit mir. Aber dort eine Familie großzuziehen, damit hätte ich ein Problem. Mhm. Weil ein Kumpel von mir ist Deutscher und ist mit einer Südafrikanerin verheiratet. Und der fährt seine Kinder jeden Tag in der Stacheldraht zur Schule. Mhm. Und wenn der nach Hause kommt, nimmt er eine große Taschenlampe und guckt in der Hecke links, rechts, bevor er in die Einfahrt reinfährt. Und das ist halt ganz... Und als erstes, wenn du irgendwo hinkommst, ein Haus, wird dir der Emergency Button erklärt. Das ist so ein Knopf an jedem Türrahmen, wo du drauf drückst. Und dann kommt in 2 Minuten die Typen und ballern auf alles, was sich bewegt. Und falls eingebrochen wird. Und das ist ganz schlimm. Also mit dieser Angst leben zu müssen, da, was wir für eine Lebensqualität haben. Dass man sagt, oh scheiße, ich habe gestern vergessen, mein Auto zuzuschließen oder das Fenster offen, scheiße. Da haben wir, das ist eine Lebensqualität, die wir hier haben. Also ich erinnere mich, wie wir auch so eine Europatour mit Bonfire gemacht haben. Wir haben echt nach 2 oder 3 Wochen haben wir jeden Tag gesagt, Deutschland ist das gelobte Land. Also selbst hier in Europa, uns geht es schon wirklich super gut. Aber wie bist du jetzt von dem Weg abgekommen? Also dein Bruder hat dich angemeldet beim Stefan. Ich habe da mitgemacht. Bist da mitgemacht, bist Zweiter geworden. Ja, also ist es Fluch oder Segen? Für mich perfekt. Also ich habe damals mit Klaus Fischer. Das war damals der Bassist, ist der Mann von der Anke. Genau, von der Anke Engelke. Und der hat mit mir quasi, der war gar nicht mehr bei TV Total als Bassist da zugange. So. Und wir haben vorher schon Sachen produziert, angefangen zu produzieren. Und da war es natürlich ein Glück, dass ich in diese Sendung eingeladen worden bin. Und was wirklich krass war, dass ich gesagt habe, weißt du was, das Coolste wäre eigentlich, wenn du so weit kommst, wie es geht, mit so viel eigenen Lieder, die du spielen darfst, aber nicht gewinnst. Mhm. Weil wenn du, ich war damals 27, wenn du es gewinnst, ist es immer so, musst du einem gewissen Erfolg entsprechen. Und ich hatte das Glück, dass ich... Und du willst natürlich auch ein bisschen. Ich meine, Erfolg ist ja erstmal schön. Ja, aber die Frage, was du dafür preisgibst. Erfolg ist immer individuell zu sehen. Wenn du sagst, für mich ist ein Erfolg, dass ich nach 6 Jahren immer noch Musik machen darf. Und zwar jeden Tag. Und dass ich davon leben kann. Das ist mein Erfolg. Und da genieße ich jeden Tag. Und ich meine eigene Musik. Ja, und jetzt Erfolg wäre ja auch, wenn du jetzt das Gleiche machst. Und da, aber irgendwie 3 Hausboote, Segelboote, Jet... Also sagen wir mal, dasselbe mit viel Geld. Frag doch mal an Stefan Raab, wie viel Zeit er mit irgendwie, keine Ahnung, seinem Haus oder seinem Boot oder was weiß ich verbringt. Ich glaube, der segelt jeden Sommer schön lang, oder? Ja, aber wenn du es dir genau nimmst, du musst ja diese Zeit nehmen, aber der fährt irgendwo auf eine, jetzt nehmen wir mal an, der Stefan segelt durch die Gegend, fährt irgendwo auf dem Mittelmeer und die Leute machen, der hat mehr Kameras in seiner Fresse als von der Landschaft. Ja gut, da muss er schon Karibik oder was. Aber ich glaube, selbst die Anke Engelke hat mal erzählt oder hat mir mal erzählt, dass sie im Kongo irgendwo in so einer Range waren und dann irgendwie Touris anstatt von den Elefanten von ihr Fotos gemacht haben. Und das aber wenn man ehrlich ist, wenn dann keiner mehr Fotos machen würde, wäre es auch scheiße. Ja klar, man lebt ja da irgendwie auch davon, aber der Mittelweg ist eigentlich sehr angenehm. Also die Bild-Zeitung weiß, glaube ich, nichts von meiner Existenz, was für mich ganz angenehm ist. Aber es kommen trotzdem genug Leute im kleinen Rahmen zu meinen Konzerten. Ich muss viel spielen. Also sagen wir mal so, mein Ziel ist es, irgendwann mal so viel zu spielen, dass man immer noch unterwegs ist, aber vielleicht um ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Also ich würde gerne irgendwann mal eine Familie gründen. So, das ist ja gut, das absolute Optimal zwischen Arbeit, Geld und das genau. Kriegt man sowieso nie, das ist klar. Da gibt es ja die wunderschöne Geschichte, wie ein Fischer in seinem Boot sitzt und hat einen großen Fisch gefangen und kommt ein Tourist an und macht so Fotos von ihm und sagt, jetzt mal ganz ehrlich, darf ich mal eine Frage stellen? Ja, bitte. Also ich sehe hier kein einziges Boot mehr. Sie sind das einzige Boot und haben einen Fisch da drin. Warum fahren Sie nicht raus und holen noch ein paar Fische? Und wenn Sie dann morgen noch mal rausfahren und Sie haben schon genug und dann noch mal rausfahren, können Sie vielleicht mal 2 Boote, dann können Sie vielleicht noch jemanden einstellen und irgendwann mal ein ganz großes Boot und dann sitzen Sie den ganzen Tag rum und machen gar nichts. Dann sagt er, ja gut, das mache ich ja jetzt schon. Also das ist im Endeffekt... Ich sag mal so, ich liebe es daran zu arbeiten, viele Konzerte zu machen. Du kriegst auch oftmals
du versuchst irgendwo in Sendungen reinzukommen und das, was du machst, zu promoten, weil wenn keiner was weiß, davon ist auch doof. Aber ich glaube, so ein Zwischending ist langfristig das Beste irgendwie. Also ich habe das Glück und das Schöne ist, dass mich fast jeder Berufsmusiker in Deutschland kennt und du stehst am Flughafen und dann kommen Musiker mit der Gitarre schüttelnd in die Hand und sagen, es ist geiles Zeug, was du machst. Und das ist mir tausendmal mehr wert. Oder Xavier Naidoo hört privat meine Musik oder so. Der hört in seinem Auto meine Platte und so. Ich glaube, jetzt wusste ich jetzt bei einem, wir haben uns doch vorher mal getroffen. Und weil du, wie du das gerade erzählst, dass ein Musiker auf dich zukommt, du hast mal für Cork bei einer Veranstaltung genau, gespielt. In genau, in Holland. In Scheveningen. Scheveningen, genau. Und da war ich war da halt als Cork-Endorser da und dann war hinterher eine Fete. Und da weiß ich noch, da bin ich zu dir hingegangen, weil da hast du mich auch schon so beeindruckt. Stimmt, wir kennen uns schon unheimlich lange. Cool. Natürlich reden wir über deine CD. Ja, also es gibt ein neues Live-Album, das haben wir mal schnell letztes Jahr zusammengeschraubt. Das Schöne ist, dass ich das Glück habe, mit ganz vielen unterschiedlichen Musikern spielen darf. Und das Coole, das sage ich dir, das sind meistens Pianisten und jeder Pianist spielt komplett anders. Und das Schöne ist, wenn man einfach nur so sagt, okay, wir müssen alle dasselbe Lied spielen, ist klar, aber jeder hat so seinen Style. Und das ist für mich ganz großartig. Mir macht es auch wahnsinnig viel Spaß, neue Musiker kennenzulernen. Und das haben wir hingekriegt, dass wir eine CD, wo natürlich bei einem Konzert nie alles perfekt ist. Und dann haben wir aus 2, 3 Konzerten wirklich schöne Sachen rausgezogen und es lebt. Das ist halt eine Live-Platte, die legst du ein und sagst, alles klar, so ist ein Konzert. So wie heute Abend. So wie heute Abend eigentlich noch schlimmer, in Anführungsstrichen, weil es ja ist live auch noch im Internet. Das ist jetzt nur ein Konzert und nicht 3. Also ich muss dazu sagen, je nachdem, wenn ich gerade ein politisches Thema finde, es kann sein, dass ich beim normalen Konzert wahnsinnig viel rede. Ne? Ach, hätte man jetzt nicht gedacht. Das traut man mir gar nicht zu. Und als sehr introvertierter Mensch. Aber es ist so, dass je nachdem, was für ein Thema gerade ist, es gibt Konzerte, die 3,5 Stunden sind und den Leuten zum Glück relativ kurzfristig vorkommen. Aber ich manchmal halt einfach meinen Senf abgeben muss. Aber dafür haben wir dann auch alle Spaß. Also ja. Ich habe einmal gehört oder zweimal in anderen Ländern, sage ich jetzt mal, wo dann einer gesagt hat, hör auf zu labern, spiel endlich. Aber ich sag mal so, man hat ja, auch wenn man einen Song schreibt, irgendwie so ein bisschen was zu sagen. Aber jetzt nicht so mit dem Zeigefinger, weil jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Ich habe irgendwann mal gelernt, dass jeder deinen Song anders interpretiert. Und das ist wichtig und gut so. Ist mir echt aufgefallen. Also normalerweise, wenn man jemanden begleitet, oder nicht normal, es passiert schon oft, dass dann einer sagt, naja, spiel doch lieber so oder so oder hier nicht E-Piano, sondern Flügel oder hier die Hammond ja oder nein oder so. Und du hast es eigentlich sehr relaxed einfach auf dich zukommen lassen und ich hatte das Gefühl, dass du das magst. Es ist auch bei uns angekommen, bei uns Musikern, die wir heute mit dir spielen. Also wie gesagt, jeder hat so seinen Charakter und so sein Ding. Ich habe zum Beispiel der Dirk, der Schlagzeuger, mit dem ich heute zum ersten Mal spiele. Dirk Sengotta, vielen Dank. Ich kannte ihn vorher nicht, aber ich kann keine Noten lesen und ich kann alles, was ich an Musiktheorie weiß, könnte ich dir jetzt wahrscheinlich in einem Satz, wenn überhaupt. Ja. Es reicht auch schon, also das war schon. Und ich kann aber, wenn ich habe so Lieblingsschlagzeuger und ich sage, ey, bei dem Song machen wir hier Steve Jordan, bei dem Song machen wir hier Jeff Hamilton oder so. Und dann hast du halt so, okay, da in die Richtung geht's. Ja. Mhm. Und da komme ich ganz gut mit zurecht, aber jeder hat seinen Charakter und das ist auch wichtig, weil er muss sich wohlfühlen. Man macht Musik zusammen. Ja, es ist ja clever, du benutzt ja die künstlerische Ader des Mitmusikers, um deinen Song heute Abend bestmöglichst auf die Bühne zu kriegen. Besser kann es ja nicht sein. Ja, also ich habe mich noch nie in Einzelheiten aufgehangen. Ja. Also wenn alle dasselbe Lied spielen, sage ich jetzt mal so. Ja. Zur selben Zeit. Lass uns mal zum Motto der Show kommen, Song of My Life. Die Idee war ja, dass wir Wohnzimmerkonzerte machen und dass wir dann die Leute 2 Pflichtsongs spielen lassen, die anders sind als ihr normales Repertoire. Und du hast dir einen Best Song und einen First Song ausgesucht. Was ist dein First Song und warum?
Also es war sehr, sehr schwierig, aber jetzt habe ich mich entschieden. Es gibt ein Lied, wo ich, da war ich so 10 Jahre alt, hatte einen irrsinnigen Sonnenbrand auf dem Campingplatz in Südfrankreich und habe dann zum ersten Mal eine Fender Telecaster überreicht bekommen von dem Campingplatzbesitzer, der abends noch Animateur war. Und das war natürlich eine riesen Gitarre mit so einem roten Kopf. Und dann kam der mit dem Lied um die Ecke, Wonderful Tonight, und hat mir das kurz vorgespielt. Und dann habe ich das versucht nachzuspielen und das war ein einschlägiges Erlebnis, weil es für mich einer der besten, es ist für mich eine der besten Balladen, die überhaupt, es ist kein schwieriges Lied, aber es ist ein wunderschöner Song und es ist elementar. Und ist jetzt First Song oder Best Song? Das ist jetzt First Song. Okay. Und eigentlich auch ein bisschen Best Song fast. Ein bisschen Best Song, ja. Und Best Song, das war ganz schwierig zu entscheiden. Best Song natürlich, also das ist für mich der beste Song der Welt, das ist wahnsinnig schwierig. Und dann hast du noch vorgegeben, hey, Beatles, mach mal ohne Beatles. Ja, also wir haben jetzt schon ein paar Mal die Leute gesagt, jeder Hör mal, Beatles, es ist absolut jeder. An Beatles vorbeizukommen, das war für mich echt schwierig. Ich wollte eigentlich Blackbird machen oder Woman. Ich habe es natürlich nicht verboten, das ist klar. Ich habe dich nur angefleht. Ja. Nein, das ist einfach schwierig. Es ist schwierig in der Popgeschichte an Beatles vorbeizukommen. Ja. Ist auch völlig cool. Und dann, aber es gibt natürlich, ich habe lange überlegt hier, Piano Man, Your Song, von Stevie Wonder ganz viele Nummern. Und jetzt kam ein Kumpel um die Ecke mit einem wahnsinnig schönen Lied von Curtis Tigers, I Wonder Why. Das natürlich in den 80ern und es läuft immer noch viel im Radio. Aber das ist auch eine wahnsinnige Nummer und die machen wir heute. Ich habe es bei mir selber gemerkt und es war witzig, dass ich dasselbe Gefühl auch wieder bei den Kollegen nachher gemerkt habe. Eigentlich hätte keiner von uns One I Wonder Why so, ja, als, so aus der Erinnerung. Ja. Wir haben es ja jetzt alle geprobt, ja, und haben alle viel Gefallen dran gefunden. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die richtigen Wörter wähle. Also es ist ja ein unfassbar geiler Song, oder? Der Curtis Tigers, da gibt es eine tolle Variante, wo der beim Stuttgarter Jazz Open spielt aus 2008 oder so, mit wahnsinnig tollen Musikern. Es sind 3 Musiker. Die Bühne ist total nackt, weil es so eine Open-Air-Bühne ist. Es gibt ja nichts Schlimmeres als so eine riesen Open-Air-Bühne. Und die werden dann 3 Hansel drauf. Und 3 Hansel. Und die werden so. Und tagsüber ist es, glaube ich. Und tagsüber. So, also fällt nur noch die Würstel, der Rauchschwaden von der Würstelbude. So. Also nichts mit Licht kaschieren. Ne, so Kieler Woche mäßig, wo dann irgendwo da wie heißt es, die Typen, die dann noch Junggesellenabschied feiern und dir an die Zuschauerrampe kotzen und du dein Ballettchen irgendwie trällerst. Also, nee, so war es eben nicht. Es war halt das Jazz Open, natürlich alle im Anzug und so, aber einfach Granatenmusiker. Und das ist einfach schön zu sehen, wie jemand, der seit 30 Jahren wahrscheinlich dieses Lied singt, immer noch so viel Leidenschaft da reinsteckt. Weil auch viele Leute, die nur ein Mega-Hit hatten, auch oft daran zugrunde gehen, weil nicht zugrunde gehen, das würde ich jetzt nicht sagen, zumindest nicht finanziell, aber dass man, was ich erlebt habe damals mit Drafi Deutscher, der hat 2,5 Stunden gerockt wie ein Wahnsinniger, der konnte ja auch richtig singen und alle wollten nur Marmorstein und Eisenbricht hören und das irgendwann mal sagt so, ich brauche nichts mehr Neues schreiben, weil sowieso nur jeder auf das Ding wartet. Und es ist halt als Schreiber immer, also es ist jetzt keine gefährliche Sache, einen Hit zu schreiben, aber ich bin sehr froh, dass es jetzt nicht den einen Song gibt. Vielleicht schreibe ich den irgendwann mal, okay. Aber es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, aber immer nur eine Person an einem Ding festzumachen, ist, glaube ich, scheiße. Ja, wahrscheinlich ist das immer so eine Frage des Niveaus und der Schmerzgrenze dann. Aber eine Geschichte drückt mich so ein bisschen. Ja. Wir haben ja heute den Heiner Schmitz am Saxophon dabei, der im Prinzip nur wegen der einen oder wegen 2 Songs da ist. Okay. Und I Wonder Why, wenn ihr es dann hört, ist ja gut, natürlich ein toller Song, ein toller Stimme, aber Curtis Tigers ist ja auch ein wahnsinniger Saxophonist. Und die Intro ist ja eigentlich total signifikant und geil und jeder Saxophonist spielt die gerne. Und eben in der Probe hast du gesagt, wir haben die gecancelt und du hast sie gecancelt. Also der Curtis Tigers selbst hat die gecancelt. Bei der Jazznummer. Aber du hast nachher wird der Heiner noch mal eine abdrücken. Das ist ja wohl klar. Das heißt, du hast mit ihm schon geredet? Wir haben schon geredet. Da wird er nachher in die Hupe hupen. Er ist mein Schwiegersohn, weißt du? Ich will keinen Familienzwist. So, das wusste ich gar nicht. Ist ja auch nicht. Er ist trotzdem nett. Wir spielen mal Fußball zusammen Mittwochmorgen. Das ist witzig. Und ich habe ihn schon mal, das war ganz dekadent, da habe ich in Zürich mal am Flughafen und dann bei einer Music Session mitgemacht und die kamen mit einer richtig großen Karre da an und haben mich vom Flughafen abgeholt. Wusste ich gar nicht. Und dann so Schildchen, hier, Meile, komm mal mit und so.
Und dann hatte er als Jazzmusiker, musste irgendwie mit der Bahn und so und sag ich, ey, weißt du, wo musst du hin? Und er musste 50 Meter weiter und haben wir den mitgenommen in die Karre da. Und das war sehr lustig. Ich meine, das ist schon Wahnsinn. Du fliegst nach Zürich und dann triffst du, ja, mit dem spiel Fußball und wo spielst du heute und so. Also das Leben als Musiker in Europa ist schon was ganz Großes, wirklich was Wunderschönes. Ist eine Gnade. Also es ist einfach, gerade wenn du in der Schweiz spielen darfst, es ist auch ein wahnsinniges Land, die so ein bisschen auf ihrer Insel leben. Aber Zürich ist doch der Hammer. Zürich ist der Wahnsinn. Man darf nur nichts ausgeben. Ja, ja, klar. Letztes Mal hat zwei Kaffee zum Mitnehmen und zwei kleine Stück Kuchen. So, komm, lass mal hier 24 Franken. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber ich meine, die Leute verdienen dort auch ein bisschen mehr. Wenn wir als Musiker dort arbeiten, verdienen wir auch ein bisschen mehr. Das ist schon alles okay. Aber es ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Und ich komme in der Schweiz. Ich habe sehr, sehr viele Freunde da und mag das Land sehr. Also, und habe auch immer Glück an der Grenze oder so. Ja, Jung. Ich glaube, wir haben alle Hunger. Jetzt ist er durch. Das 7 Uhr, in einer Stunde geht's los. Spielen sie schon? Ohne uns spielen die nicht. Tanzen sie schon. Dann essen wir jetzt in Ruhe was, genießen noch den schönen Tag. Und ich bügel mein Hemd noch, genau. Du bügelst? Ja, wir haben zu Hause eine Riesen. Ich bügel sehr gerne, wenn ich esse. Ach du Scheiße, ich habe in meinem ganzen Leben, ich sag's nicht. Na, hast du nicht viel gebügelt? Noch nicht einmal. Ich muss dazu sagen, wir haben zu Hause so einen riesen Wasserdampf-Dingsbums. Das hat sich meine Freundin mal von ihren Eltern schenken lassen. Das ist, kannst du auch, glaube ich, zum Mond fliegen irgendwie und Platte mischen mit. Und da kommt Dampf raus und da machst du einfach, egal wie das Hemd, du kennst das, wenn man auf Reisen ist, du ziehst das Hemd raus und du denkst, okay, heute doch kein Hemd. Und, aber du nimmst das Bügeleisen also einmal fup, fup, und hast es gleich. Aber das ist doch so eine Sisyphus-Arbeit. In dem Moment, wo du den Erfolg deines Bügelns siehst, ziehst es an und es ist weg. Naja, wenn man sich dann nicht in dem Moment selbst sieht, ist es schon okay. Und wenn du ein Lied machst, geht's doch dann erst los. Naja, du schwitzt halt dann und so, aber ich sage jetzt mal, das ist ja auch die Arbeit, die dahinter steckt. Ne? Du bereitest dich vor. Ich sage mal, ein Fußballspieler zieht auch ein frisches Trikot an, kannst du danach auch wegschmeißen. Es ist ja immer schlimm, wenn die es hinterher tauschen müssen. Also hätte ich überhaupt keinen Bock irgendwie von so. Das heißt, wenn ich mal die Fronten wechsle, dann bist du eigentlich ein idealer Partner. Du bügelst, du kochst wie Harry und machst Musik, bringst Geld nach Hause. Das Manko ist, ich bin selten zu Hause. Und das ist schon mal... Was auch gut ist. Für manche Beziehungen ja. Aber es ist erfrischend, sage ich jetzt mal. So Frühzeit-Alzheimer, würde ich jetzt mal sagen. Ach, du warst es. Und er freut sich auch immer, wenn noch jemand zu Hause ist. Genau, deswegen haben wir einen Hund. Aber es ist was... man ist halt viel unterwegs und ich bin sehr, sehr gerne unterwegs. Und so, ich glaube, das Mittelmaß muss ich irgendwann mal versuchen, an den Start zu kriegen. Aber das kriegen wir auch hin. Es läuft sehr, sehr gut. Ich mache halt sehr viele Projekte noch nebenher, wo man halt diese Kocherei ist wahnsinnig schön und macht einen Heidenspaß, weil man einfach so viel dazulernt. Und ja, das ist es eigentlich. Also, dass man mit Leuten was Schönes teilen kann. Ich war nie der Disco-Gänger, aber einen schönen Abend, wo man was zu essen macht und den Leuten schmeckt und man ein Fläschchen Wein trinkt, das ist was Schönes. Das holen wir dann nach, wenn wir nicht arbeiten. Alles Gute. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Um 7:45 geht's los mit dem Livestream. Da werden wir dann pünktlicher sein als jetzt. Und ansonsten sagt es allen weiter. Ciao. Song of my life. Ah! Sag doch noch mal zwei Sätze, so Song of My Life ist super cool. Song of My Life ist super cool, ja, hier in Köln, wo sind wir, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Also Song of My Life ist eine wahnsinnige Veranstaltung. Der Martin riskiert Schlaganfälle, Herzinfarkte, um das auf die Beine zu stellen und gibt alles. Das ist eine ganz schöne Sache. Ich weiß gar nicht, kriegt man da Karten irgendwo? Eigentlich nicht. Nee. Nee, nur Leute, die Freunde hier aus dem Dorf. Verlust dir mal welche, so zum Spaß, irgendwann mal? Es könnte sein, dass mal so ein paar Sponsoren, dass sie vielleicht mal welche verlost haben wollen, aber ja, das ist, dann also geht die Atmosphäre für vielleicht den Livestream, weg. Für den Livestream. Genau, und auf YouTube kann man es dann sehen und wir wollen vielleicht mal einen Fernsehsender selber machen, wo man es dann sehen kann, Kooperation mit Firmen, also das ist alles cool, aber hier im Haus werden wir wahrscheinlich nur mit wirklich echten Freunden und Familien feiern. Ich sage jetzt mal Luxus. Ja. Nein, also. Das Leute, Leben ist schön. Das Leben ist schön. La vita è bella. Okay. Bis nachher. Bis gleich. Yippie.